1,2, sondern 1,4. Ich begrüße euch recht herzlich, alle, die ihr hier seid. Und ich glaube, dass wir, auch wenn wir eine nicht so große Runde sind, klar und deutlich unseren Protest gegen all das aufmachen können, was mit Privatisierung von kommunalen Dienstleistungen insgesamt zusammenhängt. Natürlich ist das Wasser ein ganz entscheidendes Element in dieser Richtung. Und ihr seht, ich bin nicht nur ein Redner, ich sammle auch Unterschriften selber. Und genau das hat uns insgesamt ausgemacht, dank der vielen, die mitgemacht haben, dass wir jetzt in Deutschland allein, und da stimmt's, bei über 1,2 Millionen Unterschriften sind. In Europa sind es, wie gesagt, über 1,4 insgesamt. Da dürfen die anderen europäischen Länder noch ein bisschen nachlegen. Und wenn jemand Kontakte hat zu den lieben Kolleginnen und Kollegen und Menschen in Frankreich, England und ähnlichen Ländern, dann tut was. Sagt ihnen, sie sollen die Möglichkeiten nutzen unter www.righttowater.eu und sollen dort unterschreiben. Wir brauchen alle Unterschriften. Und auch wenn wir das Quorum und die Bürgerinitiative mit Sicherheit zum 31. Oktober schaffen werden, da sind wir hundertprozentig sicher. Trotzdem, je mehr Unterschriften, desto stärker der Druck, dass Europa sich aus der Binnenmarktregulierung im Wasserbereich zurückzieht. Denn das ist unser ganz wesentliches Ziel. Europa darf zu Umweltfragen im Wasserbereich, Wasserrahmenrichtlinie, alles sagen, alles machen, alle Normen durchaus so zu machen, wie sie in Deutschland haben, dann hätten wir europaweit gute Punkte für unser Wasser und für unsere Wasserqualität. Warum? Warum sind wir eigentlich gegen die Privatisierung von Wasser? Oder stimmt denn das genau so, wie wir es sagen? Warum sind wir für ein Menschenrecht auf Zugang zu Wasser? Wasser darf kein Renditeobjekt sein. Danke, genau, das ist eine Antwort, aber wir wollten jetzt keine Quizveranstaltung. Ja, also, wir sind gegen Privatisierung von Wasser, weil jedes Geld, was in Wasser durch Private reingesteckt wird, mit vielen Prozenten Rendite wieder rausgeholt wird. Das heißt, das, was dort sicherlich auch von Veolia als nette Geste benannt wird, wir sind doch da, wir machen bei euch noch eine gute Dienstleistung, was wollt ihr überhaupt? Das hat auch etwas damit zu tun, dass natürlich dann entsprechendes Geld auch in Richtung Paris wandert und das ist für Berlin zum Beispiel verloren. Und deshalb wollen wir es nicht. Wasser in Deutschland ist ein Allgemeingut, das ist zweifelsohne. Wasser in Deutschland als solches ist nicht privatisiert. Privatisiert ist die Dienstleistung am Wasser. Und jede Dienstleistung am Wasser, die privatisiert ist, heißt, dass Gewinne erwirtschaftet werden müssen und sollen für irgendwelche privaten Taschen. Und das heißt auch ganz genau, dass Investitionen zurückgefahren werden, dass man bei den Qualitätsparametern nicht ganz so stark aufpasst. Und das sind alles Folgeerscheinungen, die sich durch Privatisierung ergeben. Und deshalb Wasser ein öffentliches Gut, Wasser in kommunaler Hand, Wasser eine öffentliche Aufgabe und kein Objekt für Spekulation. Und das ist genau das, was unser Quizpartner schon gesagt hatte. Das ist das ganz wesentliche Element. Lasst uns unser Wasser selbst gestalten in den Kommunen. Lasst uns unser Wasser selbst gestalten in den Nationalstaaten Europa. Nimm die Hände weg vom Wasser, was den Markt anbetrifft. Wasser ist kein Marktobjekt. Es gibt keinen Wassermarkt. Es gibt nur Wasser, Lebensmittel Nummer 1. Wasser, Grundlage unseres Lebens. Vielen Dank.